Halleluja! Amen. Wir grüßen euch herzlichst aus Uganda. Und heute bringe ich euch ganz besondere Schätzchen, die der liebe Gott uns gegeben hat. Halleluja! Amen. Und zwar Kinder, die körperlich und geistig behindert sind. Und diese Kinder sind in Uganda gar nicht, willkommen. Viele werden eingesperrt, viele werden in dunklen Räumen gehalten. Und wir holen sie heraus. Und wir bringen sie daher. Und wir sehen, wie diese Kinder sich verändern und wie sie fröhlich werden. Der Knabe zum Beispiel, der war versteckt lange. Und jetzt hat der Herr ihn rausgeholt. Und er ist ein super Kerl. Come on. Oh, Halleluja. Der wird total normal. Oh, Halleluja. Und das kleine Schätzchen hier. Ja, Halleluja. Sie sind sowas, sie reagieren so auf Liebe, auf Annahme. Und da muss ich einfach Gott still und laut danken für die Tanja. Wo ist sie denn da irgendwo? Da hinter mir. Die Tanja hat vom Herrn es aufs Herz gelegt bekommen, diesen Kindern zu dienen. Diesen Kindern zu dienen. Und sie hat das Herz für diese Kinder. Und sie erreicht diese Kinder. Und diese Kinder lieben sie. Bringen sie immer mehr von diesen Kindern zu uns. Und wisst ihr was? Wir sind jetzt im Prozess, eine Schule zu bauen. Wir bauen zwei weitere Klassenzimmer hier hinzu und natürlich auch Schlafräume und dann Wohnungen für unsere Lehrer. Und wenn du es am Herzen hast, von Gott, dass man diese Kindlein unterstützen soll, denn es sind besondere Kindlein, die wirklich unsere Liebe brauchen, die wirklich unsere Liebe annehmen, wie sonst. Also ich habe es noch nie so erlebt wie hier, dass man geliebt ist und gewollt und diese Kinder reagieren auf Liebe, das ist unwahrscheinlich. Und so wollen wir euch eine Chance geben oder eine Ermutigung. Sollte der Herr zu dir sprechen, dann bitte unterstütze diese neue Arbeit von Mission für Afrika, die wir bisher noch nicht hatten. Und wir spürten aber immer, da ist noch etwas, was fehlt. Und die Hilfe mit diesen Kindern hat uns bisher gefehlt. Und jetzt haben wir den Mut, wir haben auch schon das Grundstück dazu, dass wir hier zwei weitere Klassenräume bauen, Toiletten und dann daneben in unserem Spielplatz, wo noch auf der Seite Raum ist, sagen wir es gleich, Schlafräume für diese Kinder und obendrauf Wohnungen für die Lehrer. So, jeder Euro, der gegeben wird, wird erstens einmal genau für das verwendet und zweitens ein mächtiger Segen sein im Reich Gottes. So danke ich schon jedem, der dafür ein Herz hat, für unsere Schätzchen, die eigentlich sonst nicht sehr geschätzt sind. Aber wir lieben sie und wir freuen uns über ihre Liebe. Und die sind so nahe am Herzen Gottes, so nahe. Und sie reagieren so auf die Liebe Gottes. Und wir spüren zum Beispiel, der ist schon ganz normal geworden. Der wird noch Geschichte schreiben, der gute Knabe. Und so will ich einfach nur sagen, ihr Lieben, das ist Reich Gottes Arbeit. Wenn wir denen helfen, die sonst keine Hilfe haben. Und da wollen wir uns jetzt wirklich einbringen. Ich will auch noch spenden für dieses Werk, weil ich ein Haus verkauft habe in Europa. Und da möchte ich noch einen schönen Betrag dafür spenden. Ihr Lieben, wir freuen uns, dass es euch gibt. Und wir sagen dir, Vision für Afrika könnte nie tun, was wir tun, wenn wir nicht Tausende von Freunden hätten in Europa, die mit Tat und Rat und Gebet hinter uns stehen. Der Herr segne euch und lasse sein Angesicht auf euch leuchten und behüte euch. Das beten wir täglich in Jesu Namen. Amen. Ihr Lieben, wir haben jetzt noch eine besondere Zugabe. Dieser kleine Schatz hier liebt den Herrn Jesus von ganzem Herzen und möchte jetzt singen. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I'm not turning back. No turning back. Oh,
No, 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 wake me as do you follow. I still will follow. No, 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 wake me. I still will follow. No turning back. No turning back. No behind me. The grass for me. Ja, wenn solche Lieder aus dem Herzen solcher Kinder kommen, dann wissen wir, das ist hundertprozentig echt. Und wisst ihr, die Letzten werden die Ersten sein im Reich Gottes. Und der Herr ist mächtig in den Schwachen. Diese Kinder sind schwach in ihrer eigenen Kraft, aber sie sind stark in der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich freue mich so sehr, dass die Tanja gekommen ist, um uns hier ein Vorbild zu sein. Amen. Und sich um diese Kinder Amen. Kümmern. Amen. Amen. Love you, love you. Ich garantiere euch, diese Kinder sind ganz nahe dem Herzen Gottes, denn sie wissen, wie schwach sie sind in ihrer eigenen Kraft. Und alles, was ihr hier seht, ist aus der Gnade Gottes, aus der Gunst Gottes. Und wir vertrauen, dass diese Kinder noch ganz viele missionarische Einsätze haben und die Menschen erkennen werden, was wir den Geringsten dieser Welt gegeben haben, das haben wir Jesus selbst gegeben. Und das wollen wir machen. Amen. Amen. Quagalagno. Halleluja. Amen. We love you. Love you, love you, love you. Love you. Love you. Love you. Amen. 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 Halleluja. Ja. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Und danke jetzt schon für jeden, dessen Herz berührt wurde und der hier spendet für zwei neue Klassenzimmer und Schlafräume für diese Kinder und für die Lehrer. Danke, danke. Ein herzliches Vergelt's Gott. Und Gott sagt, gib und du wirst empfangen, und zwar viel mehr, als du gegeben hast. Und da möchten wir dich freisetzen, den Segen zu empfangen. In Jesu Namen. Amen.